Toho präsentiert Varan, das Monster aus der Urzeit. Es wäre die Bedrohung der Zivilisation, wenn Japan verwüstet würde von Varan, das Monster aus der Urzeit. Kann im 20. Jahrhundert etwas wie ein Varan tatsächlich noch existieren? In der Tat, in einem abgelegenen Gebiet, das man das Tibet Japans nennt, schleicht das Entsetzen über die Erde. Ein atemberaubender Nervenkitzel. Der Varan ist vermutlich schon seit Millionen von Jahren ausgestorben. Doch das ist nicht die Wahrheit. Sein Ziel ist es, ganz Japan zu zerstören. Er ist mächtiger als Godzilla, größer als Rodan. Das Ungeheuer greift Tokio an. Wir mobilisieren die neuesten Waffen. Zur See, zu Lande und in der Luft. Die Männer kämpfen voller Verzweiflung. Nur Toho kann ihnen ein solches Schauspiel bieten nach dem weltberühmten Godzilla und Rodan unter der Regie von Ishiro Honda. Niemals zuvor ist solch ein erstaunliches Schauspiel auf der Leinwand zu sehen gewesen. Varan, das Monster aus der Urzeit. Demnächst in diesem Filmtheater.